Ich bin noch nicht so weit. Hola, chico y chicas. So. So, guten Morgen. Ist alles, hast du alles da, ja, wo es sein muss? Wieder eingepackt. Wieder eingepackt. Liebe Zuschauer, so starten wir gut in die neue Woche. Ja? Guten Morgen am 17.06. Wie geht's dir? Es geht mir ganz gut. Du siehst aus wie ein Sonnenschein. Na, und du erst braun gebrannt schon wieder? Sag mal, wir haben es hier gerade. Wer guckt raus? Es ist hier die Bekannung. Wir müssen hier gleich noch ein bisschen doppelseitig sein. Bei Alina was raus oder bei mir, Karin? Das wäre jetzt wichtig zu wissen. Ach, BH. Wenn du größere Brüste für mich hättest, dann würde mir das sehr helfen. Ja, das ist überhaupt kein Problem, das spendiere ich dir. Die Operation spendiere ich dir, da bin ich doch gerne für dich da. Das ist deine. Nein, die sind, wobei, das kommt auch im Alter natürlich, diese Tendenz zu Männerbrüsten. Kai Lasse, hast du da Probleme? Nein. Oh Gott. Frankie, was lachst du denn da so? Ja, am Ende hat gar keiner damit Probleme. Ja, so wie ja auch alle so ein Ding und so. Also. Ja, was haben wir? Wir haben, das ist bei Männern, also die haben alle noch wenig Probleme. Wir Männer sind einfach in uns genügsam, entspannt und freuen uns auf diese Woche. Ja, wir freuen uns total auf diese Woche, allerdings natürlich auch wie immer mit sehr unschönen Themen. Also das ist ein Thema, welches uns seit Tagen und Wochen beschäftigt, eine ganz unheimliche Geschichte. Jetzt ist eventuell der Täter gefasst, tötet... Und wird uns berichten und das Ganze einschätzen, das Ganze heute hier am Montag. Und dann gucken wir aufs Wetter, es soll ja wieder richtig heiß werden. Aber auch nimmt das Grummeln von Nordwesten her zu. Grummeln? Das Grummeln ist nicht mein Magen. Also wenn du was grummeln hörst, ist es immer ein Gewitter im Anmarsch. Es ist niemals mein Magen. Wir werden deinen Magen heute bestimmt noch gefüllt bekommen. Hoffentlich. Jetzt aber Kenzu zum Start der Woche. Viel Spaß. Easy und entspannt in die neue Woche surfen, liebe Zuschauer. Du weißt es, ich denke über ein Tattoo nach und brauche Inspiration. Nee, Matze. Doch. Ich meine, Matthias ist sehr alt geworden hier bei uns, das muss man schon sagen. Ja. 10 Jahre ist das nun her. Ja. Dass du das allererste Mal hier moderiert hast. Mein kleines Schnäuzelchen. Ich möchte dir für so viele Dinge danken. Das meine ich ganz ernst. Du hast mich hier immer unterstützt. Wir lieben dich alle sehr. Du bist jemand, der mir immer ein gutes Gefühl hier gibt, ganz viel Sicherheit gibt. Es kommen keine Tattoo-Trends. Die Tattoo-Trends sind jetzt raus. Mein Matzimaus, wir haben alle ganz viel an dich gedacht am Wochenende. Wir durften aber alle nicht schreiben, weil natürlich jetzt eine ganz große, ganz wunderbare Überraschung für dich kommt, weil du der beste Moderator aus diesem Land bist. Und das ist für dich. Wie?